Welche Sonderklausel hat sich Victor Osimhen in seinen Vertrag bei Galatasaray einbauen lassen? Und mit was für Methoden hat sich Hansi Flick Respekt verschafft beim FC Barcelona? Das und vieles mehr gibt's jetzt in unseren aktuellen Kick News. Der Transfermarkt in den europäischen Top-Ligen ist seit Freitag geschlossen. Aber zum Beispiel in Saudi-Arabien waren gestern noch Deals möglich. Und die Clubs aus der türkischen Super League dürfen sogar noch bis zum 13. September neue Spieler unter Vertrag nehmen. Die Saudis haben gestern dann noch einige teure Deals unter Dach und Fach gebracht. Wir geben euch einen kleinen Überblick. RB Leipzig hat wie schon vor einigen Tagen offiziell angekündigt Mohamed Simakon abgegeben. Der 24-Jährige wechselt 3 Jahre vor Vertragsende nach Saudi-Arabien. Künftig wird der Franzose an der Seite von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr spielen. Nach Angaben des Clubs hat Simakon einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Als Ablöse fließen nach Infos von Fußballtransfers 45 Millionen Euro. Das Dreifache der Summe also, die Leipzig im Sommer 2021 an Racing Strasbourg überwiesen hatte. Für Ersatz hat Leipzig vor Transferschluss noch gesorgt und Lucerey Rätrüder für 25 Millionen Euro Ablöse von Feyenoord Rotterdam losgeeist. Personell sind die Sachsen damit weiterhin in der Abwehr gut aufgestellt. Der FC Chelsea hat Angelo mit Gewinn weiterverkauft. Auch beim brasilianischen Flügelstürmer hat Al-Nassr zugeschlagen. Als Ablöse fließen rund 23 Millionen Euro. Die Blues hatten Angelo vor einem Jahr für 15 Millionen vom FC Santos verpflichtet. Nach 4 Jahren hat Danilo Pereira seine Zelte bei Paris Saint-Germain abgebrochen. Auch den Portugiesen zieht es nach Saudi-Arabien. Al-Ittihad schlägt zu und stattet den Defensiv-Allrounder mit einem Vertrag bis 2026 aus. PSG kassiert 1 Jahr vor Vertragsende immerhin noch 5 Millionen Euro Ablöse. Pereira wurde mit PSG 3-mal französischer Meister und 2-mal Pokalsieger. In 157 Spielen hat der physisch starke Rechtsfuß die Knochen für den französischen Top-Club hingehalten. Und auch Meister Al-Hilal hat nochmal zugeschlagen. Für 40 Millionen Euro Ablöse kommt Marcos Leonardo von Benfica Lissabon. Der 21-jährige Mittelstürmer bindet sich langfristig an den Club aus Saudi-Arabien. Leonardo war erst Anfang des Jahres für 18 Millionen Euro aus seiner Heimat vom FC Santos zum Rekordmeister gewechselt. Benfica streicht also ein ordentliches Transferplus ein. In Riad trifft Leonardo auf prominente Stars wie Neymar und Joao Cancelo. Auch Steven Bergwijn zieht mit Sack und Pack nach Saudi-Arabien. Der Flügelstürmer verlässt Ajax Amsterdam und bringt den Niederländern eine Ablöse in Höhe von 21 Millionen Euro ein. Bei Al-Ittihad erhält der Flügelstürmer einen Vertrag bis 2027. Dort kickt er ab sofort an der Seite von Karim Benzema und N'Golo Kanté. Für Ajax sind diese Einnahmen wichtig. Der Traditionsclub ist wirtschaftlich angeschlagen. Nach Bergwijns Engagement bei Tottenham Hotspur von 2020 bis 2022 wird der 26-Jährige jetzt zum zweiten Mal außerhalb der Niederlande seine Fußballschuhe schnüren. Nach 5 Jahren im Trikot der AS Rom zieht Chris Smalling weiter. Der Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zu Al-Fayha in die Saudi Pro League. Der Transfer wurde in der Nacht offiziell vom Club aus dem Mittleren Osten verkündet. Aber auch außerhalb der saudischen Pro League wurden noch Transfers abgewickelt. So hat auch Ex-Chelsea-Star Willian einen neuen Verein gefunden. Den 36-jährigen Brasilianer zieht es zu Olympiakos Piräus. Zum Conference-League-Sieger kommt der Routinier ablösefrei. Willians Vertrag beim FC Fulham war Ende Juni ausgelaufen. Der ehemalige Kölner Ismail Jakobs läuft künftig in der Türkei auf. Von der AS Monaco wechselt der 25-Jährige zu Galatasaray. Der Linksfuß wird mit einer Kaufpflicht ausgeliehen. Als Leihgebühr fließt 1 Million Euro. Im kommenden Sommer geht der feste Transfer für weitere 8 Millionen Euro über die Bühne. Jakobs Gehalt liegt laut Vereinsangaben bei 2,1 Millionen Euro netto pro Saison. Und auch auf Seiten der Abgänge hat sich bei den Istanbulern etwas getan. Kerem Aktürkoğlu verlässt zum ersten Mal in seiner Karriere die Super League. Der türkische Nationalspieler wechselt für eine Ablöse von 11 Millionen Euro zu Benfica Lissabon. Die Portugiesen binden den Offensivspieler bis 2029. Sporting Lissabon hat am späten Montagabend nochmal kräftig zugeschlagen. Die Lissabonner verpflichten Konrad Harder vom FC Nordsjælland für 19 Millionen Euro. Der Mittelstürmer unterzeichnet bis 2029 bei den Portugiesen. Und auch Mario Hermoso hat einen neuen Arbeitgeber. Der Innenverteidiger läuft künftig für die AS Rom auf. Hermoso hat bei den Giallorossi einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Die Roma zahlt keine Ablöse, weil der 29-Jährige seit Ende Juni vereinslos war. Sein Vertrag bei Atletico Madrid war vorher ausgelaufen. Gestern hatten wir euch berichtet, dass auch Mats Hummels kurz vor einer Unterschrift bei der AS Rom steht. Der Corriere dello Sport hatte vermeldet, dass sich beide Seiten so gut wie einig sind. Gestern Nachmittag kam dann aber die Meldung rein, dass der Deal wohl doch noch platzt. Gianluca Di Marzio zufolge sind die Giallorossi nicht länger an Verhandlungen interessiert. Wie es jetzt für Hummels weitergeht, ist nach der neuerlichen Transferpleite unmöglich vorherzusehen. Klar ist,
Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund hat in diesem Sommer zahlreiche Clubverantwortliche vor den Kopf gestoßen. Ob den RCD Mallorca, Real Sociedad, die Mailänder Vereine AC und Inter, Juventus Turin, den FC Bologna, Brighton & Hove Albion, West Ham United und zuletzt dann auch noch die Roma. Hummels hatte in diesem Sommer die Qual der Wahl, konnte sich aber mit keinem der genannten Clubs einigen. Irgendwie weiß der Ex-Nationalspieler nicht so richtig, was er will. Mit allen Meldungen über bevorstehende Wechsel muss man also verdammt vorsichtig sein bei Hummels. Das haben die letzten Wochen gezeigt. Victor Osimhen hat bei der SSC Neapel in den letzten Tagen vor dem Deadline-Day für Chaos gesorgt. Gleich zwei Wechseloptionen hatten sich für den Angreifer auf den letzten Metern zerschlagen. Mit Al-Ahly konnte sich Napoli nicht auf eine Ablöse einigen. Und auch dem FC Chelsea war der Deal im Gesamtvolumen am Ende zu teuer. Galatasaray ist jetzt der Nutznießer der Situation. Denn Osimhen wird für die restliche Saison in der Türkei auf Torejagd gehen. Der Angreifer wechselt auf Leihbasis zu Gala. Der Istanbuler Club übernimmt für die Dauer des Deals das Jahresgehalt von 9 bis 10 Millionen Euro netto. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals und wäre angesichts von Osimhens Ausstiegsklausel in Höhe von 130 Millionen Euro ohnehin kaum zu stemmen. Bei Napoli hatte der 25-Jährige nach dem Wechseltheater keine Perspektive mehr. Die SSC hatte die Tormaschine nach dem Deadline-Day aus dem Kader gestrichen. Bei Galatasaray nehmen sie Osimhen dagegen mit Kusshand auf. Die Fans sind jetzt schon völlig verrückt nach ihrem Neuzugang. Der Transfer ist nur durch die Verkettung von Umständen möglich geworden und ist daher ein echter Überraschungskuh, der genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Denn Gala muss den Ausfall von Mauro Icardi verkraften, der mehrere Wochen verletzt fehlen wird. Der Argentinier wird von Osimhen als Topverdiener im Club abgelöst. Wie lange Osimhen aber für Gala auf Torejagd gehen wird, das ist noch nicht ganz klar. Denn schon für den Januar besitzt er eine Ausstiegsklausel in seinem Leihvertrag. Sollte diese gezogen werden, dann kassiert Gala aber immerhin eine Entschädigung. In 4 Monaten könnte das Gastspiel in der Türkei also schon wieder enden. Bis dahin dürfen sich die Fans der Löwen aber an ihren Topstürmer erfreuen. In der Nacht auf den heutigen Dienstag hat Luis Suarez seinen Rücktritt aus der uruguayischen Nationalmannschaft verkündet. Bei einer äußerst emotionalen Pressekonferenz hat der 37-Jährige unter Tränen erklärt, dass er am Freitag gegen Paraguay in der südamerikanischen WM-Qualifikation zum letzten Mal im Trikot der Celeste auflaufen wird. Suarez hat betont, dass er immer alles für die Nationalmannschaft gegeben hat. Weil die nächste Weltmeisterschaft noch weit weg ist und er sich im hohen Fußballeralter befindet, ist die Zeit für ein Ende jetzt gekommen. In bislang 142 Länderspielen hat der Torjäger 69 Tore geschossen. Am Freitag will er diese Statistik ein letztes Mal nach oben korrigieren. 4 Spiele, 4 Siege, 13 Tore. Der Saisonstart des FC Barcelona unter Hansi Flick kann sich wirklich sehen lassen. Die erfolgshungrigen Barca-Fans sind begeistert von ihrem neuen Trainer und auch die spanische Presse überschlägt sich mit Lobeshymnen. Im Gegensatz zu Xavi lässt Flick schneller und mehr durchs Zentrum nach vorne spielen. Der Erfolg gibt ihm bislang recht. Vor allem auch die Disziplin, die der neue Trainer seiner Mannschaft eingeimpft hat, macht sich bislang bezahlt. So hat Flick in der Vorbereitung an einem der Barca-Stars ein Exempel statuiert, als der namentlich nicht bekannte Topspieler zu spät zur Besprechung vor dem Training gekommen ist. Wurde er von Flick vor versammelter Mannschaft zusammengefaltet. Ähnlich ist es danach auch Lamine Yamal ergangen. Der Youngster kam ein paar Minuten zu spät und musste dann durch einen Tunnel auf Slaps, wo er von jedem Spieler einen mitbekommen hat. Danach ist weder Yamal noch ein anderer Spieler nochmal zu spät zu einem Termin erschienen. Flick scheint also gelernt zu haben aus der Vergangenheit. Bei der WM in Katar waren seine Spieler immer wieder mit kleineren Disziplinverstößen aufgefallen. Konsequenzen mussten sie dann aber nicht wirklich fürchten. Außer ein paar ernsten Worten gab es von Flicks Seite keinen großen Ärger. Bei Barca macht der 59-Jährige es jetzt ganz anders. Flick präsentiert sich als harter Hund und das wirkt. An der Stelle übrigens schöne Grüße an Ronaldinho Caucho 3174. Deine Spende ist angekommen und wir haben uns sehr gefreut. Die neue Saison ist gestartet. In den europäischen Top-Ligen rollt der Ball. Jetzt ist aber erstmal Länderspielpause. Und die Stars dieser Welt reisen zu ihren Nationalmannschaften. Das gilt auch weiterhin für Cristiano Ronaldo. Der Superstar hat sich trotz seiner mittlerweile 39 Jahre dazu entschieden, weiter für Portugal zu spielen. Eine Entscheidung, die von vielen kritisch gesehen wird. Viele Experten und Fans sind der Meinung, dass der Alster die Entwicklung der Mannschaft behindert und Platz machen sollte für jüngere, dynamischere Spieler. CR7 lässt sich von seinen Kritikern aber nicht beirren. In einem ausführlichen Interview hat Ronaldo im Kreise der Nationalmannschaft gesagt, "Ich denke, dass ich im Moment weiterhin eine Bereicherung für das Team bin. Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass ich das nicht mehr bin, werde ich der Erste sein, der geht. Und dann gehe ich mit gutem Gewissen.
Ich weiß, was ich kann, was ich mache und was ich weiterhin tun werde. Ich werde bis zum Ende meiner Karriere immer den Gedanken haben, dass ich Stammspieler bin. Ronaldo sieht sich also trotz einer sehr durchwachsenen EM immer noch als einer der Leitwölfe der Seleção. Dass der Moment des Rücktritts aber nicht mehr allzu weit weg ist, weiß er natürlich. Wenn der Moment kommt, werde ich diesen Schritt gehen. Es ist eine persönliche Entscheidung, die nicht sehr schwer zu treffen sein wird. Man sollte mit Freude aufhören und nicht mit Trauer gehen. Was mich in den letzten Jahren bewegt hat, ist die Freude, die ich immer noch beim Training und bei Wettkämpfen habe. Für mich ist das das Wichtigste. Manchmal wirst du treffen, manchmal nicht. Das gehört zum Leben dazu. Jetzt geht es für Ronaldo und Co. aber erstmal zur Nations League. Zum Auftakt der vierten Auflage des Turniers empfängt Portugal am Donnerstag Kroatien im Estádio da Luz in Lissabon und trifft drei Tage später im selben Stadion auf Schottland. Und da kommen wir thematisch auch schon zur Frage des Tages. Wie ist eure Meinung zu CR7 in der Nationalmannschaft? Sollte er noch weitermachen bis zur WM 2026? Oder ist der Zeitpunkt für den Rücktritt in Würde jetzt gekommen? Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Einige von euch haben am letzten Freitag bei unserem Gewinnspiel mitgemacht. Wir haben die Gewinner benachrichtigt. Schaut mal nach, ob ihr gewonnen habt und meldet euch dann gegebenenfalls gerne bei uns. Und an alle Gala-Fans, nochmal Glückwunsch zum Osimhen-Transfer. Ansonsten an euch alle noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, Leute. Haut rein und bleibt stabil.